And good morning everyone, this is Mark again for you with another vlog, and today I have some big plans. Yeah, we are going to Sido, Sascha and Inscope will visit us in Düsseldorf, and yeah, what should I say? We start now with the outfit of the day. And today I'm wearing this, yeah, Orazio Luciano double breasted suit with peak lapel, as well as this amazing Aquanaut on a steel bracelet. It's such a long time since I have it, and this will be the fragrance of the day, so Spiro Accento. Yeah, really strong one with oud, so let's get ready now. And today my partner here at Cologne Watch is Angelo Capella, and he's wearing one amazing Omega. This one we have in stock for a little bit longer. Yes. It has the nice movement coaxial. 8500, it's the master coaxial. It's the master of disaster. My first task here will be to open this window. Yeah, the battery is empty, and that's why we cannot open the Patek window. If you're on this channel for watches, then I have here two masterpieces next to each other. Lange & Söhne, not so popular models. To the left side is the Datograph Perpetual, and to the right side we have just the Perpetual calendar. This one has automatic movement. I mean, look at this. This craftsmanship, just amazing. Has even more depth, yeah? Two amazing timepieces, not so popular at the moment. But yeah, both come with folding clasp. Really high quality stuff here. With the big date, Perpetual Calendar, Lange & Söhne. One of my favorite watches. I mean, even the craftsmanship, if you compare it to Patek, in my opinion, a little bit better. You need to check them out on your wrist. And the thing which we sell at the moment the most are this kind of watch. And I think I need to focus on this a little bit more. This kind of watch we sell at the moment really good. The 36mm Datejust, it could be also a different reference. This one is a newer model with the sapphire glass. Overall, the price is not that expensive. Currently, it sells around 4,000 euro without box and papers. And these are some nice watches for starters. Absolutely, and I think they are getting a little revival, the smaller watches. Yeah, this I feel the same. Also regarding prices, somehow, before, I think last year we sold it around 3,000 euro and now it moved up to 4. Mm-hmm. I mean, at the end, you know, you get Rolex full steel in 36mm, it's a reasonable price. Yeah. This is Nico from Lacoste Watch, and today it's a very nice meeting. We are here with Mark Gebauer and also Sascha Hellinger, aka Ansel Pathetic TV. Hello, Ansel Pathetic. Hey, Papistman. All right, it's a German language, I don't understand what this guy is saying. And today we've got some very nice watches for you guys. I think I'm gonna buy something like 3, 4, 5 iced out watches. All right, Mark, see you in the column. So I need to leave these guys now. We are heading to Cologne, to Sido. We packed all the stock together in one place, and Düsseldorf is a very dangerous city. Yeah, and now Marco and I will go to Cologne. Was? Just a few millimeters are between the car and this parking space, so I don't know. But we made it! Yeah. Die liebe ich auch hier, ne? Aquanaut. Ja, aber orange wäre geil, oder grün. Der Chrono, ja. Das finde ich auch ganz schön nice. Ist halt die klassische Royal Oak, ne? Und das Modell geht halt auch nach oben. Das die flache, ne? Ja, die Offshore wollen nicht so viele haben. Das ist so die meistverkaufte Golduhr. Ich hab auch eine Offshore, aber eine Stahl-Offshore, also auch Armbandstahl. Ah ja, okay. Aber 42 mm. Sieht anders aus. Ich habe sie noch nie angehabt. Ich finde die auch nicht so schön. Ich sag dir eins, eigentlich, wenn du cool sein willst, brauchst du die Uhr. Ja? Wirklich? Ja. Aber wo cool? In Dubai? Warte, warte. Danke dir. Das ist so unglaublich, ne? Du weißt eins nicht, ne? Du warst auch bei meiner Hochzeit übrigens. Ja? Ja. Wirklich? Ja. Schloss Binsberg. Du hast da übernachtet. Ach so, ja. Da war deine Hochzeit, ja, zu dem, genau, Zeitpunkt. Ach, krass. Ja. War das jetzt vor kurzem? Ja, nee, letztes Jahr. War vor zwei. War ich mit der Familie da wahrscheinlich? Ja, ja, kann sein. Die Jungs sind da bestimmt rumgefahren. Ja, ja. Ja, wie gesagt, das ist nicht meine Uhr, Leute. Boah, als du mich angeschrieben hast, ich war so nervös. Ja. Ich kenne dich, seitdem ich so 10 bin oder so. Ja. Alles gut. Aber hast du die schon mal gesehen?
Skeleton Double Balance ein? Ja, klar. Das ist eine brutale Uhr. Ja. Das ist auch eine brutale Uhr. Ist schon schön. Oh je, je, je. Murat! Kann ich auch mit arabischen Ziffern. Aber da bräuchte ich noch ein Glied, aber ne? Ja, ich kann sonst gucken, dass ich in der Schließe noch mal weitermache. Richtig cool. Ja. Wirklich. Er ist immer on fleek, aber. Muss man bei Instagram gucken, jeden Tag Outfit of the Day. Ja, dann genau. Erklärt er dir auch genau, was er wozu anhat und so, welches Parfum dazu und so, das macht er gut. Meine Lieblingsfarbe, ja. Aber jetzt kommen wir doch mal zu meinem. Jetzt kommen wir zu deiner Uhr. Meiner Liste noch fehlt. Ja. Guck mal hier. Ja, voll. Ganz classic, mit goldenem Blatt auch noch. Ja. Ton in Ton. Mhm. Also, jetzt hoffen wir nur, dass das für dein Handgelenk auch direkt passt. Jawohl. Sitzt aber doch, oder? Wie eine Eins. Ja. Perfekt. Danke dir. Ja. Jawohl, lala. Aber dann bist du ja im Uhrengame schon so ein bisschen drin, ne? Ja, ja, ja. Also ich sammle. Okay. Ich hab auch viele schon wieder abgestoßen. Ich hatte die hier, aber die mit dem schwarzen Blatt und die letzte mit Stahllünette, bevor die Keramik wurde. Ist, ja. Ich meine, diese ganzen unter 10.000 Euro Uhren erschließen sich den meisten Leuten. Ne? Die ja, und die habe ich dann einfach auch, also ich muss einfach auf einem anderen Level ja. Bohren. Aber du hast mir auch gesagt, du hast die Patek dann, ne? 5980. Ja, ja. Genau, ich habe die 5980, also die mit Chronometer. Mhm. Ja, genau. Und ich habe die Daytona mit dem grünen Ziffernblatt. Normale Stahl mit Weiß natürlich. Alles klar. Danke mal. Danke dir. Ich hätte gedacht, dass die Richard mir natürlich ein bisschen mehr auf. Aber gut. Nee, weil ich hab eben eine Liste von Uhren, die ich abarbeite. Zusammensammeln okay. möchte. Ne? Und da war die jetzt okay. mittlerweile die oberste. Deswegen war die jetzt fertig. Cool, alles klar. Ja, aber wegen der hier werde ich dich bestimmt auch nochmal anschalten. Ne? Ja, ich kann, guck mal, ich habe die zum Beispiel auch gemacht. Wenn du jetzt irgendwas Cooles haben willst, du kannst mit Jubilee machen. Wir können noch hier die Seiten, arabisches Blatt. Ich hab die Wimbledon mit Jubilee. Ne? Könnte man die? Könntest du da Steine drauf machen? Das lohnt sich nicht. Ich kaufe die lieber noch dazu. Also, das hast du mir, also dass ich heute hier sein konnte, das hast du gefreut. Alles gut. Ja. Alles gut. Du guckst die Show noch, ne? Dann trinken wir. Ah, nee, du trinkst wahrscheinlich nicht. Nein, ne? Ich trinke nicht. Okay, ja, okay. Also, egal. Ja. Aber ich freue mich trotzdem, dass du da bist. Ja, super. Sehr. Alles klar. Sehr. Trägst du die jetzt auch direkt? Ja, das ist die Uhr des Abends. Ja, wie geil ist das denn? Ja, nochmal. Okay, so this went really quick, but I can show you this box a little bit more. We have some amazing watches here, a nice selection. I don't know if the light is very good, but here we have the Skeleton one. This is a pretty rare model, 41mm. I showed it before in one vlog, I think, but you know, we have it such rarely time, so this is nice to see. Besides that, also the Tourbillon from Audemars Piguet. This is the Audemars Piguet and Richard Mille box, that's why. Here we have also one Tourbillon. This one is same price like the Double Balance, but the list price is different. Yeah, and yeah, this is these are the interesting watches in this box. I will now relax a little bit. We are waiting for Sido to come up the stage, and yeah, then we enjoy the show. It's Mark from Crowwood, and today I'm wearing this awesome RM11 titanium. If you're interested in this one, just go to Crowwood.de. There we have all the details. So the concert was really nice. We had a lot of fun. And it was fun. And we have big plans for tomorrow. So now I'm heading home, and he's heading to the hotel. And then I see you guys tomorrow morning with the outfit of the day. Good morning everyone, this is Mark again for you on the next day. And we start directly with the outfit of the day. You want longer vlogs, so we do it. This will be the suit of the day. Orazio Luciano pinstripe, not a pinstripe, just navy blue suit with a check, and also from Hanston. They produced this new tie as well as these bracelets. This I will wear for today, and now we go to the shop and then shoot something for Cologne Watch. The guys from Stuttgart already left us, and yeah, we are now shooting one classic video for Cologne Watch. I've selected some watches and we will talk about them in detail. We're just about to shoot the video. When the vlog will be released, this video will already be online, so just check out the link in the description. Okay, so our task is now to bring all the coins to the central bank, but there's only, I don't know,
45 minutes left. We cannot film inside, that's why we now pack everything and just go in. I hope they don't decline the thing. And we made it! They accepted. So they said they had this small voting. Some typical German guy said, I voted against it, but then the ladies put the favors to my side. So they have now the money. I get the receipt and now they need to count it. They were pretty happy when they saw me and this thing. So yeah, let's wait when they are finished with everything and then I get the money by a brand transaction. We also got into nice lady watches. Not a lot of visitors from the videos are ladies, but maybe someone wants to make a gift to someone special. First of all, we start here to the left side. This is one amazing white gold Daytona with a mother of pearl dial. I don't even remember when we got in this the last time. It has a factory diamond setting on leather bracelet, white gold watch, and besides that, from 2002 day date. The condition is excellent with a black diamond dial. Just amazing. For me, the day is now over. I'm going home. I don't feel that well. These guys will do their best. Of course I will. I already told you, go to bed. Das ist auf jeden Fall eine der besten Szenen. And today we also got some watches for all ladies outside there. There's not a lot of ladies are watching, but maybe some of you wants maybe to... Oh man, Alter, ich bin komplett am Ende.